E-Recruiting ist in aller Munde. Doch was bedeutet eigentlich E-Recruiting und brauche ich das überhaupt in meinem Unternehmen? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin Felix Kogler von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Und in diesem Video erfährst du, was E-Recruiting eigentlich ist und wie es dir helfen kann, die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen zu finden. Dabei gehen wir auf folgende Themen ein. Was bedeutet E-Recruiting? Welche Arten von E-Recruiting gibt es? Und wo ist der Unterschied zu klassischem Recruiting? Was heißt jetzt eigentlich E-Recruiting? Ganz einfach ausgedrückt bedeutet E-Recruiting, dass du Bewerbungen nicht mehr per Post oder Telefon erhältst, sondern stattdessen online. Der erste Schritt in Richtung E-Recruiting war daher das Aufkommen von Online-Jobportalen, wo Unternehmen Online-Jobs ausschreiben und Kandidaten sich einfach per E-Mail bewerben können. Seitdem hat sich jedoch einiges getan, weshalb das E-Recruiting um weitere Kanäle erweitert wurde. Da Online-Bewerbungen mittlerweile zum Standard gehören, spricht man heutzutage bei E-Recruiting üblicherweise von technologisch fortgeschrittenen Methoden der Personalgewinnung. In der Regel meint man mit E-Recruiting die Suche nach potenziellen Kandidaten online in Kombination mit einer teilautomatisierten elektronischen Vorerfassung von Bewerbern durch spezielle HR-Software. Diese HR-Software wird auch Applicant Tracking System genannt. Welche Arten von E-Recruiting gibt es? Hierbei unterscheiden wir zwischen zwei Bereichen: Bewerbersuche und Bewerbermanagement. Zur Bewerbersuche gibt es unter anderem folgende Kanäle: die eigene Unternehmenswebseite, speziell die Karrierewebseite, Social-Media-Plattformen wie Facebook, Xing und LinkedIn, Mobile Recruiting über Jobplattformen, die speziell für Smartphone-User ausgelegt sind, Job-Newsletter, bei denen Bewerber ihre Jobwünsche eingeben und automatisch benachrichtigt werden, wenn eine Stelle ihren Kriterien entspricht, oder auch Active Sourcing, bei denen Personal den Spieß umdrehen und sich aktiv bei den Kandidaten bewerben, um diese für Unternehmen zu gewinnen. Demgegenüber steht das Bewerbermanagement. Beim Bewerbermanagement geht es darum, die ganzen Bewerbungen, die du über E-Recruiting-Kanäle erhältst, in eine einheitliche Form zu bringen, damit du diese auch objektiv miteinander vergleichen kannst. Dafür gibt es, wie vorher bereits erwähnt, Applicant Tracking Systeme wie Soho Recruit, Prescreen, Recruity oder auch den Bewerbermanager von Karriere.at. Das Ziel von E-Recruiting Software ist es, die Verwaltung von Kandidaten zu vereinfachen, indem Bewerber ihre Daten in ein Formular eingeben und du so ihre wichtigsten Eigenschaften in einer Datenbank gespeichert hast. Für mehr Infos zum Thema Bewerbermanagement, sieh dir einfach unser Video zum Thema Was bedeutet Applicant Tracking System an. Wo ist der Unterschied zu klassischem Recruiting? Der größte Unterschied besteht darin, dass beim klassischen Recruiting die ganze Arbeit beim Aufbereiten der Bewerbungen beim Personaler liegt. Oftmals werden verschiedene Bewerbungen ausgewertet, die Informationen daraus in einer Excel-Tabelle miteinander verglichen und mit viel Zeitaufwand versucht, den passenden Kandidaten zu finden. Eine aktuelle Umfrage der Universitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg zeigt, dass elektronische Personalbeschaffung immer mehr im Vormarsch ist. Mittlerweile werden 88,5% der offenen Stellen auf der eigenen Unternehmenswebseite ausgeschrieben. 72% werden in Online-Stellenbörsen inseriert und in Printmedien werden nunmehr lediglich 12,6% der offenen Stellen veröffentlicht. Du siehst also ganz klar, wohin der Trend geht. E-Recruiting ist die Zukunft. Und wie bei jeder technologischen Revolution geht die Entwicklung rasant voran. Es ist daher wichtig, sich mit den aktuellsten Trends im E-Recruiting-Bereich zu beschäftigen. Denn je besser dein Bewerbungsprozess optimiert ist, desto geringer sind Zeit und Kosten, die du für die Personalsuche aufwenden musst. Und ganz wichtig, deine Bewerber werden es dir danken, wenn du einen schnellen und professionellen Bewerbungsprozess hast. Schließlich dauert 24% der Jobsuchenden der Bewerbungsprozess zu lange und 32% finden in der Zwischenzeit einen anderen Job und springen damit ab. Das war's auch schon mit dem heutigen Video.
Um keine neuen Ideen und Tipps im Recruiting- und Digitalisierungsbereich zu verpassen, abonniere einfach unseren YouTube-Kanal und klicke auf die Glocke, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video online geht. Ich bin Felix Kogler von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Bis zum nächsten Mal.